So, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch gerne einen Look zeigen mit der Benefit Big Beautiful Eyes Palette. Das ist ein Look, den sich zwei meiner Abonnentinnen gewünscht haben. Einmal Marie Adlerin möchte gerne ein Make-up haben, was zu blonden Haaren passt. Und einmal XOX Joy XOX hätte gerne etwas, was die Augen vergrößert. Und ich finde, dass diese Palette eigentlich für beides gut geeignet ist. Wir haben drei Farben. Einen roséfarbenen Lidschattenton, einen hellbraun und einen dunkelbraun. Und wie immer fangen wir jetzt erstmal an mit der Mary Kay Lidschattenbase. Ich hatte jetzt auch schon mal Anfrage über YouTube, ob es jetzt unbedingt diese sein muss. Das ist natürlich nicht der Fall. Hauptsache ihr nehmt überhaupt irgendeine, denn der Lidschatten, der muss einfach gut haften. Und eigentlich hat mittlerweile jede Kosmetiklinie ihren Lidschattenunterlagen, Base oder was auch immer im Programm. Also ihr könnt eigentlich jede nehmen, die ihr wollt. So, dann fangen wir jetzt mal an mit einem recht großen Lidschattenpinsel mit der rosa Farbe hier und tragen die auf das komplette bewegliche Lid auf. Und auch bis zum braunen Bogen. Denn wir wollen die Augen ja jetzt etwas vergrößern. Und wenn wir das natürlich jetzt bis zum braunen Bogen auftragen, dann ist das schon die erste Stufe dafür. Das ist natürlich auch jetzt ein recht neutraler Look. Den kann man also auch sehr schön tagsüber, so als Everyday-Make-up, dann nehmen. So. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann nehmt ihr diesen etwas mittleren Ton hier und das tragt ihr hier in der Lidfalte auf. Das machen wir deswegen, weil das Auge dann so richtig schön rauspoppt und ein bisschen Tiefe bekommt. Und natürlich auch wieder etwas größer wirkt. Andere Seite ganz genauso. Da das jetzt recht zarte Farben sind, ist das mit dem Verblenden auch nicht so schwierig. Das geht eigentlich schon fast ganz von alleine. Bei so richtig knalligen Farben ist das ja ein bisschen schwieriger. So, jetzt haben wir es ganz gut eigentlich. So, als nächstes nehmt ihr euch einen etwas spitzeren Pinsel. Das kann hier sowas sein. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr als auf der anderen Seite. Da müssen wir noch mal ein bisschen... So, also jetzt den kleinen Spitzenpinsel und hier die so eine dunkle Farbe nehmen. Und das tragt er jetzt als erstes in diesem Bereich auf, nach hierhin auslaufend. Das geht jetzt so ein bisschen anstelle von Eyeliner. Und dadurch, dass wir das nach hinten auslaufen lassen und ein bisschen breiter schminken, haben wir auch hier wieder den etwas vergrößernden Effekt des Auges und nach vorne halt richtig schön auslaufen lassen. So, das gleiche hier auch auf der anderen Seite. Von dem dunklen immer nicht so viel nehmen. Die dunklen Farben, die kommen meistens immer recht stark rüber und wenn man da schon gleich so viel aufnimmt, dann hat man immer so, ja, schon gleich so ein Desaster da. Lieber dann zwei, dreimal drüber gehen. So, und jetzt ganz wichtig, das ganz Dunkle auch ein bisschen hier unten drunter machen. Die meisten
nehme ja keinen Lidschatten unter die untere Wimpernlinie. Aber in diesem Fall wollen wir das ja, denn auch das vergrößert einfach nochmal sehr schön das Auge. Wird das auch nochmal sehr schön betont und dann einfach den Lidschatten am unteren Wimpernkranz entlang auftragen. So. Um das Auge jetzt wieder so ein bisschen zu öffnen, nehmen wir wieder so einen weißen Kajal und in den Nassbereich rein tragen wir das auf. Im Prinzip genau der gegenteilige Effekt zu dem dunklen Lidschattenpuder und das macht das Auge dann auch nochmal sehr schön groß. So, sind wir eigentlich schon fast fertig. Ist also auch ein sehr schneller Look, den ihr mal eben so zwischendurch schminken könnt. Jetzt kommt noch Mascara, wie immer bei mir im Moment Mary Kay Ultimate Mascara. Da hat ja jeder dann immer mal so seine Vorliebe. Bei mir wechselt das eigentlich ständig. Ich probiere was aus, bin davon überzeugt, dann nehme ich die Tube, bis sie leer ist und dann suche ich mir eine andere. Erst oben tuschen und hier auch noch mal ein bisschen unten. Den da wir da ja so schön jetzt Lidschatten hingemacht haben, können die Wimpernhärchen da auch ein bisschen betont werden noch. So. Dann trage ich jetzt noch ein bisschen Lippenstift auf. Ich habe mir ausgesucht von Mary Kay. In der Farbe Shell, was auch so ein sehr schöner Braunton ist. Ich finde, der rundet das ganze Outfit dann einfach sehr schön ab. So, dann machen wir noch gerade die Augenbrauen. Rucki-zucki, das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Mary Kay, graubraune Lidschatten. Und dann die Stellen, die nicht so dicht bewachsen sind, einfach etwas ausfüllen. Ich finde, das ist ein wirklich wenig Aufwand, aber super Effekt. Dadurch wirkt das ganze Gesicht dann schon etwas perfekter. Und dann sind wir fertig mit dem Look. Ich hoffe, die beiden, die sich diesen Look gewünscht haben, sind damit zufrieden. Ihr könnt mir auch gerne eure Reaktion mailen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachschminken. Ciao, ciao, eure Coco.